Land, Autoland, wilde Spritzfahrt im American La France. Max Horlacher, Fortbewegung leicht gemacht. Louis Chevrolet, ein Autogenie, verkauft seinen Namen. Der fahrende Verkaufsladen mit Ford, Vergangenheit. Und gleich zu Beginn, die schönsten der Noblen, dreimal Delay. Hat ihm eine wegweisende Form gegeben, die später für seine Arbeit typisch wurde.
Für Robert Temperley und seinen Bruder Oscar besteht der große Reiz ohnehin darin, ihre Sammlerobjekte möglichst selbst zu restaurieren. Hier ein weiterer De La Haye 135 Sechszylindermotor, der zu einem Graberauto gehört. Auf dem eigenen Prüfstand läuft er bereits zufriedenstellend. Soweit das Auge reicht. In der Temperley-Garage finden sich Ersatzteile. Blattfedern, Getriebe, Tankdeckel, Dokumente und Erinnerungsstücke. Zum Teil erstanden bei anderen Sammlern, zum Teil nachgefertigt im Auftrag des sehr aktiven De La Haye Clubs, zum Teil aber auch Resultat der Suche in Pariser Hinterhöfen und auf Flohmärkten. Das Fachwissen haben sich die Temperleys, der eine von Beruf Lehrer, der andere Verkaufsangestellter, über die Jahre durch eigenes Handanlegen sowie aus Fachbüchern und Betriebsanleitungen von damals angeeignet. Chassispläne, wie sie von den Karossiers beigelegt wurden, liefern weitere nützliche Detailinformationen. Ein aufregendes Ereignis ist es, wenn Dokumente auftauchen, die nicht nur den Typ, sondern das Auto selbst zum Inhalt haben. Derselbe, damals noch schwarze De La Haye, wurde am Pariser Automobilsalon 1949 ausgestellt, vorne links. Jacques Sautschik, der bewunderte Karossier, der auch Bugattis, Hispano-Suizas, Mercedes und Cadillacs einkleidete. Und schließlich eine der Besitzerinnen, die heute noch lebt, Mrs. Mitchell aus dem Entlebuch in der Zentralschweiz. Sie bekam den Wagen von ihrem englischen Ehemann geschenkt. Das Fahrzeug hat der Familie Temperley sogar den Zugang zum Olymp der klassischen Automobile gesichert, zum Concours d'Elegance in Pebble Beach, USA. Aber auch im Schweizer Schnee machen die drei Musketiere immer wieder eine gute Figur. Seltener Bolide auf wilder Fahrt. Generell interessiert mich alles Alte, aber es muss gross sein. Der Motor muss gross sein und es muss fahrbar sein. So Autos um die Jahrhundertwende, die so 15 km Spitzengeschwindigkeit haben, das ist nicht so mein Hobby. Ich habe schon immer alte Autos geflickt und dann sind halt die neuen verdrängt worden aus der Garage. Wenn man gerne repariert, dann kann man das mit alten Autos. Mit neuen Autos kann man nichts mehr reparieren, muss man nur noch austauschen. Ich kann auch nichts fortwerfen.
alles wieder auf die Seite getan. Auch Werkzeug und Maschinen. Und vielleicht kann man es wieder einmal gebrauchen. Ich bin kein Sammler, sondern ich brauche das Zeug, bis es überhaupt nicht mehr geht. Seit 12 Jahren bestreitet der gelernte Mechaniker seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit dem Restaurieren und Reparieren von Oldtimern. Sind Ersatzteile nicht mehr aufzutreiben, werden sie von Hans Ruhrdi Ebbi und seinem Mechaniker in Handarbeit angefertigt und eingebaut. Fachliches Können, Hartnäckigkeit und Präzision, Tüfteln und Spaß am Improvisieren gehören dabei zum Alltag. Bei der Arbeit gibt es kein Pardon. Auf gemeinsamen Ausflügen und bei Rallyes mit der Scuderia Posthorn, einer lockeren Vereinigung von Oldtimer-Liebhabern der Umgebung, darf dann aber schon einmal etwas schiefgehen. Es gibt vielleicht 2 Ortschaften, die gleich tönen, wie Nürnburgring und Nürnberg, oder? Und das Zelt und der Kocher ist dann in Nürnberg und die Mannschaft ist auf dem Nürnburgring. Und das sind doch einige 100 Kilometer dazwischen und beide warten auf die anderen, oder? Aber letzten Endes findet man sich dann doch. Start zu einer Spritzfahrt im American La France mit Kettenantrieb, kurz ALF. Zu ALFs Geschichte. So um 1908 herum, verschiedene schwere Unfälle waren vorausgegangen, schränkte der amerikanische Hersteller Trucks La France seine Produktion auf Feuerwehrautos und Mannschaftstransporter ein. ALF und Rennfanatiker wussten sich damals allerdings zu helfen. So ist auch Hans Ruhrdi Ebbis ALF, Jahrgang 1911, mit seinem an die 100 PS leistenden 4-Zylinder 10,5 Liter Simplex-Motor kein Serienmodell, sondern ein zu einem Boliden umgebauter Mannschaftstransporter. Manchmal habe ich das Gefühl, man sollte jeden aufladen können, um das Gefühl zu haben, einmal auf einem solchen Auto oder auf einem solchen Bock zu sitzen und durch die Weltgeschichte zu fahren. Ob's große Lust bereitet, bei minus 10 Grad, Eis und Schnee, 3500 Kilometer in einer Woche hinter sich zu bringen, wie das bei der alljährlichen Rallye Monte Carlo der Fall ist, bleibe dahingestellt. Für steile, kurvige Bergstrecken wird ALF mit der kurzen Übersetzung ausgerüstet. Mehr als 130 Kilometer Spitzengeschwindigkeit erreicht er damit nicht. Mit der langen Übersetzung hingegen bringt er es gut und gerne auf 150 Kilometer pro Stunde. Seit einigen Jahren überlässt Hans Ruhrdi Ebbi bei Rennen seinen ALF jüngeren Kollegen, die zwar nicht verbissen und um jeden Preis, aber eben doch auf Sieg fahren. Ja, wir sind auch schon von einem Rallye heimgekommen und ohne Pokalen haben wir gedacht, ja, heimkommen ohne Pokal, das ist ja auch nichts. Da haben wir halt 2 Stück gekauft auf dem Heimweg. Es waren allerdings Schützenpokale, aber die Leute merken ja das nicht. Ein Traumauto gibt es für mich eigentlich nicht. Ich habe es mit unserem Silvergaus 1920. Wir sind 1990 von Küsnacht in 56 Tagen nach Peking gefahren. Da haben wir noch nicht genug gehabt. Dann sind wir noch in 14 Tagen nach Hongkong weitergefahren. Es ist nicht jedermanns Sache, solche Autos zu bewegen, weil man friert, die Scheibenwischer gehen nicht, irgendetwas geht kaputt, man muss es reparieren. Und wir sagen immer, wenn etwas kaputt geht, dann lernt man irgendeinen Bauer oder einen Handwerker kennen, der einem hilft. Wenn Sie mit irgendeinem neuen Auto dahin fahren, dann ist das alles anonym, Sie kommen einfach fahren. Dass er mit seinen Oldtimern immer ankommt, davon ist Hans Ruhrdi Ebbi überzeugt. Und sollte doch einmal etwas nicht unterwegs repariert werden können, so gäbe es immer noch die Bahn und den Abschleppwagen für die Rückreise in die Werkstatt. Max Horlacher. Auto-Innovation auf der Überholspur.
1983 auf einem kleinen Flugfeld in der Nähe von Zürich. Der Unternehmer und Konstrukteur Max Horlacher verwirklicht einen Traum. Fliegen nur mit Muskelkraft. 27 Meter Spannweite weist sein in Kunststoff-Leichtbauweise konstruiertes Tretflugzeug auf. Es fliegt 250 Meter weit. Ich sitze da so ein bisschen in meinen Kinderträumen. Als Bub kam manchmal mein Onkel zu Besuch aus Colmar, aus dem Elsass. Und er hat da Bugattis gebaut. Und ich habe immer schon gemerkt, da kommt der Onkel mit dem schönen Auto. Ich war dann sehr klein und meine Mutter hat gesagt, zu sowas bringen wir es ja wahrscheinlich nicht. Und ich habe gedacht, ist mir auch wurscht. Mir reicht es auch viel kleiner. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben nicht verlassen. Ich habe nie Mühe gehabt, ein kleines Auto zu bauen. Lange vor seiner Umgebung macht sich Max Horlacher Gedanken über Umweltzerstörung und die Verschwendung fossiler Brennstoffe. Von 1985 bis 1991 findet in der Schweiz jedes Jahr das Solarmobilrennen Tour de Sol statt. Max Horlachers mittlerweile legendäre sogenannte Horlacher Eier und andere solarisch-elektrisch betriebene Prototypen aus seiner Entwicklungsabteilung gewinnen meist in ihrer Kategorie. Aufgrund vieler Anfragen potenzieller Käufer entschließt sich Max Horlacher in den 80er Jahren, seinen dreirädrigen Kabinenroller in einer Kleinstserie zu produzieren. Die runde Form zeigt bereits damals deutlich die Philosophie des Konstrukteurs Horlacher auf. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze eigentlich eine Kokosnuss sein sollte. Wobei die Kokosnuss hat patenter als wir. Die braucht kein Armaturenbrett, die braucht keine Türe. Die ist vollgeschlossen. Aber wenn man immer dran denkt, wie die Natur das Ding gemacht hätte, dann kommen auf gewisse Gedanken, die wirklich aus der Natur in diese Sache reingebracht werden können. Faserverstärkte Kunststoffe erlauben es, extrem leicht zu bauen. Alle für den Fahrzeugbau nötigen Eigenschaften gewinnt der Kunststoff durch den Verbund mit Glas, Kohlestoff oder Kevlarfasern. Ein Fahrzeug mit zwei Plätzen darf niemals 700 Kilo wiegen. Das darf im besten Fall 450 Kilo wiegen. Und da ist natürlich so viel zu machen und das geht wahrscheinlich nur über diese neuen modernen Stoffe wie faserverstärkte Kunststoffe oder die ganz guten neuen Thermoplaste. Mit der Modularbauweise scheint Horlacher, der an der Vision eines Smart-ähnlichen Kleinwagens bereits lange vor Hayek und Co. gearbeitet hat, unserer Zeit schon wieder weit voraus zu sein. Einem Igloo vergleichbar wird ein ganzes Auto innerhalb weniger Minuten aus vorfabrizierten Kunststoffteilen zusammengesteckt und verklebt. Ihre erstaunliche Stabilität gewinnt die Konstruktion aus dem Zusammenspiel aller Einzelteile, die sich gegenseitig verstärken. Ich denke, wenn die Natur das Auto gemacht hätte, hätte sie es genau so gemacht. Wir müssen natürlich wissen, dass die Natur das Auto nicht gemacht hätte. So ein Schabernack wäre nicht in den Sinn gekommen. Aber wir gehen hin und reißen einen Ast vom Stamm und merken, Moment mal, das hält einfach, das hält in der Rundung so. Und das haben wir an vier Ecken, oder Ecken sind es ja keine mehr, an vier Rundungen haben wir das so eingebracht. Horlacher interessieren vor allem die Entwicklung und Erforschung neuer Ansätze. Die industrielle Umsetzung überlässt er gerne anderen. Er möchte in erster Linie neue Wege gehen, aufzeigen, dass Vorurteile nicht zu stimmen brauchen. Beispiel Sicherheit. Kann denn ein solcher Kleinwagen in Leichtbauweise, möglicherweise nur zusammengesteckt und verklebt, überhaupt sicher sein? Die Ergebnisse bei Crashtests waren außerordentlich erstaunlich. Wir selber haben nicht geglaubt, dass es so gut rauskommt, aber vor allem die Fachwelt hat gestaunt. Es wurden Messungen gemacht, zusammen mit ETH und Uni Zürich. Horlacher
Horlachers vorerst letzter Streich ist das Nahverkehrssystem Tazi. Wie transportiere ich möglichst viele Menschen möglichst platzsparend, etwa auf einem großen Ausstellungsgelände? Einem Tatzelwurm gleich schlängeln sich die runden Wagen überall durch. Wenderadius, kein Problem. Wie viele Horlacher Projekte wurde auch Tazi erst möglich gemacht, dank zwar bescheidener, aber effizient genutzter Fördermittel des Eidgenössischen Bundesamtes für Energiewirtschaft. Die Jungfernfahrt des neuartigen Transportmittels an den Gestaden des Vierwaldstätter Sees verläuft erfolgreich. Kein Fußgänger fühlt sich von den defensiv wirkenden Fahrzeugen bedroht. Ganz im Gegenteil. Wir stellen uns vor, dass das Fahrzeug solarisch elektrisch angetrieben wird. Deswegen muss es sehr, sehr leicht sein. Und wir versuchen auf kleinstem Raum viele Leute zu transportieren. Das ergibt eigentlich diesen kleinen Tatzelwurm. Ich frage mich, warum es das überhaupt noch nicht gibt. In Kalifornien, wo der Gesetzgeber den Automobilherstellern strenge Umweltschutzauflagen vorschreibt, sind schon mehrere der Schweizer Horlacher Elektromobilprototypen im täglichen Einsatz. Auch ein gewichtiger Mann hat sie bereits Probe gesessen. Und wer weiß, vielleicht stellen mit Horlacher Know-how gebaute Elektroautos dereinst die Mehrheit aller Fahrzeuge auf Kaliforniens Straßen. Chevrolet, ein Autogenie, verkauft seinen Namen. Wieder Baseball, Hot Dogs, Apple Pie und Chevrolet. Baseball, Hot Dogs, Apple Pie und Chevrolet. They go together in the good old USA. Baseball and Hot Dogs, Apple Pie und Chevrolet. Well, I think he was rather an impatient man. Ich glaube, er war ein eher ungeduldiger Mann. Er war wahrscheinlich ein technisches Genie, aber kein guter Geschäftsmann. Und als Großvater war er nicht sehr geduldig mit Kindern, aber das war er mit den meisten Leuten nicht. Im Grunde genommen jedoch war er ein wirklich guter Mensch. Louis ist seit 5 Jahren in Amerika und hat sich zum Automechaniker ausbilden lassen, heiratet er die 10 Jahre jüngere Suzanne Trevoux. Im selben Jahr beginnt seine Karriere als Autorennfahrer. Er gewinnt verschiedenste Rennen, egalisiert seine Geschwindigkeitsrekorde immer wieder und wird zum Idol für die rennbegeisterten Amerikaner. Bei schweren Unfällen entgeht er oft nur knapp dem Tod. Von den 15 Jahren seiner Aktivzeit verbringt er insgesamt 3 Jahre in Spitalbetten. Als 1920 sein Bruder Gaston, hier neben Louis Chevrolet, bei einem Rennen tödlich verunfallt, beendet er seine Fahrerkarriere. Das Denkmal im Motor Speedway Indianapolis erinnert an den Rennfahrer Chevrolet. Dass derselbe Chevrolet Vater des gleichnamigen Autos ist, wissen allerdings nur noch die wenigsten Amerikaner. Seit Anfang 1911 beschäftigte sich Louis Chevrolet mit dem Entwurf eines eigenen Wagens. William C. Durant, der Gründer von General Motors, finanzierte das Projekt. Louis Chevrolet überschrieb seinen Namen an Durant und wurde Präsident der Chevrolet Motor Car Company. Bereits Anfang 1912 kam der Classic Six auf den Markt. Es war ein riesiger Wagen mit einem starken T-Kopf-Sechszylindermotor. Er hatte gute Fahreigenschaften. Aber für den Durchschnittsbürger war er etwas teuer. Und zum Leidwesen von Durant verkaufte er sich nicht sehr gut. Consequently did not satisfy Mr. Durant, who was the financial wizard behind the Chevrolet Motor Company. So he told Louis that he really wanted. Durant wollte von Louis einen kleineren und preisgünstigeren Wagen, der den Ford T konkurrenzieren sollte. Die Tin Lizzie, wie das Ford Modell T auch genannt wurde, war das erfolgreichste und eines der günstigsten, zuverlässigsten und zweckmäßigsten Fahrzeuge seiner Zeit. So in 1914 brachten sie den Vierzylinder Baby Grand, einen 4- oder 5-Plätzer, auf den Markt. Im Angebot war auch der Royal Mail, ein 2-sitziger Roadster. Diese Wagen kosteten $750 und $900. Louis Chevrolet aber wollte noch immer einen 6-Zylinder. Und ich glaube, Willie Durant sagte, okay, bauen wir einen kleineren 6. Und das ist das Resultat dieser Entscheidung. Als dieser L-Light 6 geplant und gebaut wurde, war Louis Chevrolet immer noch bei der Firma.
Ob Louis Chevrolet tatsächlich noch an diesen Wagen mitgearbeitet hat oder ob der Classic Six der einzige geblieben ist, wie aus anderen Quellen hervorgeht, ist nicht bedeutend. Die Merkmale und Besonderheiten bei den kleineren Vierzylindern Royal Mail und Baby Grand, vor allem aber hier, beim L-Lite 6, zeigen noch deutlich die Handschrift des großen Technikers. Für Louis sollte der Name Chevrolet synonym für einen großen, schweren und luxuriösen Wagen sein. Seinen Namen in Verbindung mit kleinen Vierzylindern zu sehen, war ihm unerträglich. Die Fahrzeuge wurden ein großer Erfolg. Louis Chevrolet aber ging leer aus, hatte er doch nach dem Zerwürfnis mit Durant und seinem Rückzug aus der Firma das Recht auf seinen Namen verloren und auch gleich sein Aktienpaket verkauft. Er kehrte zurück zur Rennfahrerei und sammelte weiter Trophäen, auch bei Motorbootrennen, Golfturnieren und als Schütze. Obwohl er weiter Motoren entwickelte und bei verschiedenen Firmen arbeitete, wollte ihm geschäftlich nichts mehr richtig gelingen. Die Wirtschaftsdepression und mit dem Alter zunehmende gesundheitliche Probleme taten das Übrige. Mit 63 Jahren starb Louis Chevrolet. Seit der Gründung der Firma 1912 sind über 75 Millionen Fahrzeuge mit dem prestigeträchtigen Namen Chevrolet verkauft worden. Wir machten uns einen Spaß daraus zu sagen, bekämen wir für jeden Wagen nur einen Dollar oder 50 Cent oder einen Vierteldollar oder auch nur einen Nickel, wie reich wir wären. Aber so ist das Leben und sich darüber zu ärgern hilft nichts. Man macht weiter und Punkt. You can look here and there, you can go anywhere. But you can't find a car to compare today with the Chevrolet, Chevrolet. Der fahrende Verkaufsladen mit Ford-Vergangenheit. »1925. Die ersten fünf fahrenden Läden rollen durch die Stadt Zürich. Heute sind es 62 Wagen in der ganzen Schweiz. Im letzten Jahr wurden mehr als eine halbe Million Kunden bedient. Die Idee für den fahrenden Laden stammt von Gottlieb Duttweiler, dem Gründer des heutigen Großunternehmens Migros. Anstatt der Franken stellen wir den Mensch resolut in den Mittelpunkt von unserem Wirtschaftsdenken. Geben wollen wir und haben immer geben wollen. Aber es ist immer wieder vielfach umgekommen. Wir dürfen heute hoffen, dass wenn der Sagen bleibt, wir, der kurzsichtige Geldmacht, der Meister werden und eine gerechtere Verteilung vom Überfluss von der Welt fertigbringen. Die Idee war so einfach wie bestechend. Die Ware wurde in großen Posten eingekauft und direkt zu den Kunden gebracht. So konnte man die Preise sehr niedrig halten. Der erste Migros-Wagen aus dem Jahre 1925 steht heute im Verkehrshaus in Luzern. Der Migros-Wagen kommt immer noch direkt zur Kundin, an Orte ohne Einkaufsmöglichkeiten. Obwohl der Migros-Wagen Millionenverluste einfährt, wird er bleiben.
Nicht nur, um den Gedanken des Gründers wachzuhalten, sondern weil Werbeeffekt und Imagegewinn enorm sind. Der Mikrowagen ist sehr beliebt. Das war nicht immer so. Der Widerstand des lokalen Gewerbes gegen die unerwünschte Konkurrenz war groß. Kaufwillige Hausfrauen wurden behindert, der Wagen wurde blockiert. Viele Kundinnen kaufen seit Jahrzehnten beim Mikrowagen. Das Team, bestehend aus Chauffeur und Kassiererin, fährt immer die gleichen Strecken und kennt die Kundinnen persönlich. Seit bald 40 Jahren ist der Wagen als Selbstbedienungsladen eingerichtet. Alle Artikel des täglichen Bedarfs sind erhältlich. Für manche Menschen bildet der rollende Laden einen der wenigen regelmäßigen Kontakte zur Außenwelt.